Ach Gott, Leute, ey. Das macht gerade richtig, richtig viel Spaß. Man muss immer viel zu... Also man muss für meinen Geschmack zu viel suchen. Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Kann man noch zu dir? No, du bist schon tot. Kann ich vielleicht mal ganz verrückt sein? Ich bin jetzt mal ganz verrückt. Ganz, ganz verrückt. Stell mich hier rein. Und mach Tür zu. Okay, funktioniert nicht. Und jetzt kommt wieder das gleiche Event. Trigger, 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 muhuhu. Ja. Wieder mal totale Verwüstung bei mir. Hier. Na los. Da lag jetzt nichts drauf. Ich kann ihn nicht mal... Ich kann ihn nicht mal zerschneiden. Guckt euch das an. Macht's ja gar keinen Spaß. Aber Moment. Vielleicht unterm Tisch? Nein. Oh Mann, ey Leute. Es geht doch nicht. Jetzt... Zwar noch im Prison, aber... Wozu? Habe ich vielleicht noch irgendwas übersehen oder so? Kann ja nicht sein. Gut, Leute, ich hab jetzt gerade echt keinen Bock aufzunehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, jetzt geht's weiter mit Amnesia The Dark Descent Moment 9 mit The Cruel Ways of Dr. Richard Johnson. Und es laggt gerade. Ich habe nämlich was gesehen und wenn sie jetzt nicht gerade laggen würde, würde ich das auch hinkriegen. Boah. So. Die ganze Zeit hat es nicht geleckt und jetzt auf einmal. Ich habe mich nämlich noch mal ein bisschen hier in dem Raum umgesehen und ja, in dem Raum ist auch noch eine, ist dieses kleine Lügchen, was ich übersehen habe. Lügchen sagt man ja nicht. Ein kleines Loch. Und da werden wir vielleicht etwas finden. Deswegen. Ja, da liegt was. Da liegt was. Oh, hoffentlich. Moment, Moment, Moment. Moment, ich werde etwas vorbereiten. Deswegen werden wir da noch nicht runtergehen. Ich nehme auch diese Kiste mit. Diese Kiste wird mich beschützen. Egal, wie schwer es ist. So, einmal die Kiste hier durch. So, und auch durch. Da steckt nämlich was. Wat, wat, wat. So. Na los, komm. Ah. Boah, ey. Ah, hier ist Öl. Große Menge von Öl. Mmm, nam, nam, nam. Nice one. So, jetzt stellen wir die Kiste hier wieder rauf. Und jetzt können wir hier wieder raus. Und jetzt haben wir auch richtig schön viel Öl noch. Schön. Also. Dann müssen wir unseren... Freund und Kupferstecher hier mal abnippeln lassen. Und ich bin gespannt, was jetzt passiert. Weil ich mich ja jetzt auch ein bisschen wieder beruhigt. Jetzt. Zack. Uah. Ich habe einen Schlüssel. Old Rusty Key. Wo kann ich den denn benutzen? It's for the one closed door in the mansion. Cool, also ich muss jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Und ich wette, die ganzen Monster bleiben natürlich da auch noch. Das wäre natürlich extrem scheiße. Aber hey, dann sind wir draußen. Aber dass es so wenig ist, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, jetzt kommt noch irgendwas. Loading, 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 loading world. Ja. Ich habe gedacht, ehrlich, jetzt kommt irgendwas noch. Erstmal, dass mein Spiel wieder abschmiert. Das war mir ja klar. Aber so an sich finde ich auch hier schade, dass hier keine Musik kommt. Tü, tü, tü. Schnell, schnell, schnell. Menschen. Aber jetzt sind hier gar keine Monster mehr. Gar nichts. Oder wie? Ja, es ist irgendwie immer in den Ladebildschirm schmiert mir
das Spiel ab. Aber dann fängt es sich wieder. Also er muss sehr viel laden dabei. Los. Mach jetzt. Los, los, los. Das geht einem manchmal richtig auf den Sack, dieses ständige Lade. Jetzt. Wow, das war aber gerade ein übelster Lag. So, dann gehen wir... Die Tür ist zu. Da, fuck, warum ist die Tür wieder eingesetzt? Und... So. Und so. Das geht mir gerade hier echt zu einfach. Das ist hier die Tür. Ich habe den Dagger noch. Und durch. Zu drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Ich habe jetzt gedacht, ich bin am Ende. Wow. Den habe ich gedacht, das ist eine Statue. Scheiße. Da ist eine Notiz, nimm sie auf. The key. The key is one of the prison's shacks, but... What the fuck? Wow. Der hat sich da aber noch nicht wegbewegt. Ups. Ich wollte eigentlich das andere gucken. Na, die Armschiene brauche ich noch nicht. In the garden. Dann bin ich draußen. Wahrscheinlich. Oh, deswegen brauche ich hier das ganze Licht. Okay, dann gehen wir als erstes hier rein. Hier rein. Los, jetzt. Sackgasse. Fuck. Hier mal eine Lampe anmachen. Ein Storage. Oh nein. Wir müssen wieder den scheiß Schlüssel suchen. Fuck. Hier ist er nicht. Aber hier ist Öl. Muhuhuhu. Eine große Menge Öl. Hier ist... Ach, bei einem der... Gefängnisse. Ich gucke erstmal hier drinnen. Nein, es sieht mir... nicht danach aus. Hier ist er auch nicht. Ich muss diesem Monster immer näher kommen. Finde ich gar nicht super. Gott damn it! Hier ist aber auch noch was. Du doofer Mensch, ey. Bist ja voll doof. Da liegt der Schlüssel. Da ist ja... Oh, fuck. So, leichte Kopfschmerzen. Wow, ich muss mich retten. Ich muss mich retten. Ich muss mich immer noch retten. Ey, wenn er jetzt hier durchkommt. Was mache ich denn jetzt, wenn er hier durchkommt? Ich brauche immer noch den Schlüssel. Kann ich... Ich muss ihn rauslassen. Ich muss ihn rauslassen, den das Arschloch. Gibt's hier irgendeine Möglichkeit? Ey, nein, ich muss den rauslassen. Alter, fuck. Ja, ich würde auch. Wow. Schalalalala. Aua. Und tot. Du darfst nicht aufgeben. Am Arsch. Und nochmal. Ich weiß ja jetzt, was mich erwartet.
Ey, fuck. Ganz ehrlich, fuck, ey. Wie soll ich dem denn ausweichen? Moment. Ist er jetzt weg? Einmal sterben, alles gut. Ja, anscheinend. Your Rescue. Oh mein Gott, wir haben das Spiel geschafft. Das war... too easy? Wahrscheinlich. Irgendwelche Monster müssen mich doch noch übelst zerfleischen oder so. Es wäre doch... das ist auch weg. Da, fuck. Ich glaube jetzt nicht, dass das... dass es hier jetzt schon zu Ende ist. Your Rescue. Hier. Na los. Aber ich glaube jetzt... nein, das glaube ich nicht, dass du jetzt einfach... Dammit, wir sind draußen. Yeah. Hier liegt ein Zettel. Congratulations, Jonathan. Ach so heißen wir. You are the first person who made it. You can go, but please take this present. So close. Was da? Ich habe mich nochmal richtig schön erschrocken. Okay. Moment. Ende. Toll. Die Mod ist zu Ende. Das war der erste Teil von The Cruel Ways of Dr. Jones. Vielleicht mache ich den zweiten, vielleicht aber auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach so, übrigens. Ich fand die Mod am Anfang richtig geil und richtig gruselig und dann hat sie irgendwie ihren Charme verloren. Deswegen wollte ich das euch nochmal sagen und wir sehen uns beim nächsten Mal.